schönen guten Tag. Bean and Whiskey, die Taster plus... Papa. Mein Papa. Ja. Ausnahmsweise mal. Ja, endlich mal ein Whisky-Experte bei Bean und Whiskey und die Taster. Genau. Langjähriger sogar. Ja. Jetzt, wir testen heute einen Whisky, den Thorsten lokal in Herrenberg bei der alten Brennerei gekauft hat. Den Velvet Fig. Gekauft haben wir den, weil Eva Flaschen schön findet. Eva sammelt Flaschen, ihr wisst das, schöne Flaschen bei Eva. Der Velvet Fig ist ein Blended Malt Scotch Whisky und kommt mit 46% daher. Und naja, die sanfte Feige in der Schönfarbe und ja, die Flasche, deswegen wurde er gekauft. Auch ganz schön. Mhm. Nimmst du mal? Ja, aber ja. Oh. Edinburgh, Scotland. Genau. Wemyss Malt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist Tatsache so. Six Oloroso Sherry Hogshead Cask und Four Ex Oloroso Sherry Butt Cask. Also ziemlich viel Sherry, ne? Ja, eine ganz interessante Mischung, die dir wahrscheinlich schmecken könnte, ja, oder? Das könnte meiner sein. Das ist ja man sieht von der Farbe, ist es trotzdem nicht so Sherry-lastig. Er ist ein bisschen dunkler als manch einer. Ja. Ja, ich sehe jetzt auch nicht, dass er colored ist, oder so? Nee. Mit 46 hat er fast Starkin, ist wahrscheinlich nicht. Na, nicht ganz fast. Nicht ganz fast, ja, fast, aber reduziert ist er schon, ja, aber. Ich erwarte hier zumindest Spice, Rich Fruit und Mouthfeel. Und ein bisschen Cerealien. Ihr seht auch, der Korken ist wunderschön. Da ist auch ein, ist das ein Schwan drauf oder was? Ein massiver Holzkorken. Wunderschön. Also eine ganz tolle Flasche, die wir da für meine Frau ausgesucht haben. Ja. Die kriegt sie dann gleich näher rübergereicht. Natürlich freuen wir uns über besseren Inhalt wie die schöne Flasche. Oh, riecht aber angenehm. Ich will einmal hier den Korken reinzeigen. Der riecht schon. Oh ja. Der riecht schon echt süß. Der riecht ordentlich. Der erinnert mich direkt an etwas, das wir schon mal hatten, Dennis. Machen wir eine kleine. First kill, first serve, first. Nee, wie sagt man? First serve, first come. So. First come, first serve. Oder so. Oh, der erinnert mich. Mann, was hatte ich denn da letztes im Glas? Vom Geruch? Also im ganz Spaß auch gleiche Farbe. Ich habe so eine schöne Kastanie, leicht geröstet. Schöne Wärme. Mhm, aber Pflaume. Hast du also Pflaume? Eine reife, oder richtig, ja, reife Pflaume? Also die Obstnoten gehen, ja. Pflaume. Ja, feige Pflaume. Ja. Gleich durch. Bei mir ist es mehr, wie gesagt, mehr so eine reife Kastanie, Weihnachtsmarkt. Bitte was? Helle Note ist eine Zitrone mit drin oder ein Grapefruit? Zitronenschnaps, aber nicht, ja, dieser normale, sondern den du beim Asiaten kriegst. Über so einen, ach, dem, wo man nie weiß, was es ist. Ja, genau. Ja. Pflaumen, ja. Ist es Pflaumen? Pflaumen, wahrscheinlich. Aber riecht angenehm, also der riecht süß. Das, ja, ist, das ist so ein Starter. Das ist Sherryfass, ja, das jetzt, ja, richtig bügelt. Eine reife Pflaume. Ja. Aber auch schöne Schlieren. Riecht gut, oder? Ja, riecht super. Kann man gut dran riechen. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir da sein dürfen. Wohl. Sind ja immer noch bei Dennis hier in Ammerbuch. Bach? Na, Buch. Buch. Mhm. Mhm. Der hat was. Ich finde, der hat was Schnapsiges. Ja, finde ich gar nicht. Ich bin ja. Also bei mir kommt so eine, als erstes eine Süße auf die Zunge, ganz, ja, wie Honig. Das hab ich auch, genau. Und dann wird er ein bisschen sprittig, da hast du recht, aber die Süße geht erstmal voran und es ist eine starke Honignote und jetzt, ganz spät im Abgang, kommt auch wieder so eine Nuss durch. Aber relativ kurzer Abgang. Mhm. Aber die Hauptnoten sind weg, aber der zieht noch so ein bisschen Schärfe hinterher, finde ich. Ja, er wird jetzt auch salzig, im langen Abgang wird er salzig. So Karamellsalz. Ja, aber ich finde halt diese Süße, diesen wirklich Waldhonig, der dann sich wandelt in eine Bitternote mit Nüssen und am Ende salzig wird. Wobei die Bitternote... Spannend. Ist angenehm. Also es ist jetzt nicht so... Wir hatten heute Mittag einen probiert, der war richtig krass. Aber... Ja, der war sehr holzig. Also der riecht sehr gut.
und schmeckt sehr angenehm, aber es ist ein relativ leichter, ein schneller Abgang. Ja, ja, es ist jetzt nichts mit großen Raucharomen oder die Flasche ist schöner. Also, ich denk, auch wenn es jetzt immer doof ist, natürlich möchte man nicht alles über den Kamm scheren. Nein. Das ist für die sanftmütigeren unter uns, die sich nicht gleich irgendwelche Torf- oder Rauchbomben rein. Also ihr seht ja auch, wir stehen hier in T-Shirts und kurzen Hosen, es ist Sommer und dafür ist ja vollkommen okay. Ja? Genau. Ja. Spätsommer, Altweibersommer-Whisky. Ja, schön fruchtig, süß. Na gut, dann probieren wir nochmal ein. Also, wir machen mal aus, probieren nochmal ein und dann in der nächsten Folge erzählen wir euch, ob Eva für den ich die Flasche gekauft habe, ist ja falsch, ne? Für die, dann ist der Satz richtig. Ja. Okay. Für die ich die Flasche, ja. Schauen wir mal, ob Eva der Whisky auch schmeckt. Danke fürs Mitmachen. Eigentlich die Flasche war. Danke fürs Mitmachen. Ja. Schönen Abend. Ciao. Ciao.